Denn wir setzen ja nach dem Tod Speicherstrukturen, permanente Atome, in denen unser Verlangen gespeichert ist. Und das zieht die Monade wieder rein, indem die permanenten Atome sich um ein neu befruchtetes Ei, wenn wir jetzt mal die getrennte Menschheit nehmen, manifestiert. Ja? Und da kann man sagen, das Buch des Lichts baut auf gesunden Menschenverstand, auf sonst gar nichts. Nicht auf Glauben. Nicht auf Glauben. Ja? Und wenn wir den anwenden, dann haben wir, dann wissen wir, was uns jetzt geschieht, haben wir in früheren Leben verursacht. Was wir jetzt erleiden, ist das die Ursache in vergangenen Existenzen. Was wir jetzt sind, ist das, was wir, der Mensch ist sein eigener Nachkomme, ist sein eigener Ursprung. Meine Lieben, der Mensch ist sein eigener Ursprung und seine eigene Wirkung, seine eigene Ursache, seine eigene Wirkung. So ist das nun mal. Nicht wahr? Der Buddhist nennt das Dharma. Ja? Und wenn wir das nicht wissen, dann taumeln wir beschuldigend durch das Leben. Wir beschuldigen unsere Eltern, wir beschuldigen den Staat, wir beschuldigen dies und das. Und in Wirklichkeit sind wir es. Ja? Und natürlich wissen wir nicht, nur weil es uns vielleicht das noch ganz gut geht, wenn wir jetzt hier so zuhören und so, wir wissen nicht, was uns erwartet. Gott sei Dank. Wir können nur von jetzt an neue Ursachen setzen, die leidlos sind oder die kein Leid verursachen. Anders geht's nicht. Was noch auf uns zukommt, da hat der Engel des Todes und der Geburt einen wohltätigen Schleier des Vergessens gelegt. Obwohl wir erinnern uns schon, zum Teil nicht zu sehr, auf dass wir dann ja nicht plötzlich nur da liegen und sagen, wir wollen nicht mehr leben. Das kann nur einer tun, der ständig meditieren will, ermutigt durch die Lehre. Das ist eine ganz andere Sache. Ja? Also, das Buch des Lichts ist ein Heiler. Ja, ist die unendliche Geschichte von Gott. Und die sollten wir immer und immer und immer wieder, sollten wir das lesen. Denn es bezieht ja auch, es ist ja auch ein historisches Werk, meine Lieben. Es bezieht aber alle historischen Ereignisse als selbst verursacht. Von denen, die nun persönliches, nationales, globales und so weiter Karma erleiden. So könnte also jemand, ein Venusengel kann vom Buch des Lichts lernen. Jede Wesenheit, auch eine abstrakte, ja? Also das ist dann, das Ziel ist die Erlösung, das angebotene Ziel. Wir bieten auch die Anhaftung an. Wer gern wiederkommt, wem das gefällt, bitteschön. Dann möge er halt so leidlos wie möglich leben, möge allen Wesen nur Gutes wünschen und Gutes tun, ja? Und in Wirklichkeit ist das Buch des Lichts die entschleierte Isis. Denn das Werk von Blavatsky, das hatte sie selbst ja noch genannt, die verhüllte Isis. Das muss man auch mal so sagen, meine Lieben. Buch des Lichts ist die entschleierte Isis, wenn man so will. Ja? Und alles andere, wenn wir diese Lehre nicht haben, lastet die Materie schwer auf uns, meine Lieben, und die täglichen Ereignisse. Ja, weil sie ja Reaktionen materiell auch sind, welche also Tod des Körpers und so weiter dazu führen. Ja? Wir müssen wissen, dass wir uns immer in einer geistigen Evolution befinden, welche zum Teil beeinflusst wird, je tiefer man in die Materie dringt, durch eine physische. Ja? Wir erklären hier auch die physische. Aber doch nicht als einzige, wie die Wissenschaft das macht. Und Darwin sagt, gibt nur eine physische Evolution. Da gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt auch was anderes. Der Mensch ist der Zentralpunkt, die menschliche Monade ist Gott. Du bist Gott. Ja? Und weil zum Beispiel der Faust in Goethes Faust ja immer in der Welt nach der Antwort gesucht hat, hat er es natürlich nicht gefunden. Hat gesagt, was ist des Pudels Kern? Des Pudels Kern ist der Urgrund. Der hatte auch schon eine Ahnung. Aber zum Schluss hat er aufgegeben, sagt, jetzt habe ich studiert, Philosophie, Mathematik, also bin ich so schlau, ich armer Narr, bin so schlau als wie zuvor. Ja, natürlich, weil du nicht bis zum Kern vorgedrungen bist. Zudem kannst du nur vordringen, indem du dich von der Hülle löst. Wer es zu fassen vermag, meine Lieben? Gott ist unser Ziel. Dass du weißt, dass du Gott bist. Ja? Das ist das höchste Ziel vom Buch des Lichts. So. Gott kann man nicht schauen. Ja,
Gott kann man nur werden. Gott kann den Urgrund schauen, das geht. Ja? Aber selbst Gott kann sich selbst nicht erkennen. Also geht er durch die Welt der Erkenntnis. Mineral, Pflanze, Tier, Mensch, Engel und was es da noch so alles gibt im sichtbaren und unsichtbaren Universum. Darum sagt auch Dr. Puruka ganz klar, es gibt, den Gott der Religion gibt es natürlich nicht, sondern es gibt nur ein Gesetz. Und dieses Gesetz, sobald wir in diesem Gesetz sind, durch Interaktion in Mula Prakriti, in der vergänglichen Welt, unterliegen wir dem Gesetz der Reinkarnation. Wenn wir uns davon lösen, haben wir den höchsten Zustand erreicht, will ich es mal so nennen. Ja? Wenn wir den jetzt Gott nennen wollen. Meine Lieben, der Begriff Gott kommt vom hebräischen Jod und ist das Symbol für den männlichen, für das männliche Geschlechtsteil. Entschuldigung. Ja, das muss man auch mal wissen, wenn man den Begriff Gott benutzt. Wer das nicht weiß oder wer noch nicht so weiß ist, der ist eben ein Sklave. Wovon? Ja, von seinem Verlangen. Ja? Wir haben ja jetzt schon, meine Lieben, wie kann ich beweisen, dass ich jetzt schon Gott bin, indem ich eigene Entscheidungen treffe? Gott ist der allein Entscheidende. Was mache ich denn den ganzen Tag? Ich treffe eigene Entscheidungen. So, nun wird jemand sagen, ich habe mich nicht entschieden für diese Eltern. Doch, doch. Folgen deiner Entscheidungen in vergangenen Leben haben dich zu der Situation geführt, in der du bist. So muss man einmal versuchen, das zu verstehen, auch unseren Kindern. Darum das Buch des Lichts für Kinder, meine Lieben, die frühe Verantwortung im Kind erwecken. Auch wenn das Kind bereits gelitten hat und so weiter, dann nimmt man das Kind beiseite und vorsichtig erklärt man ihm alles. Ja? Wir sind Gott, wir offenbaren uns in unseren Körpern. Und darum hat die Schlange auch gedacht, erit sicut Deus, ja, also ihr werdet sein wie Gott. Das ist richtig. Nicht nur, sagt das Buch, werden wir sein wie Gott, wir sind bereits Gott, wir wissen es nur nicht. Oder wussten es noch nicht. Der Meister weiß, dass er Gott ist. Und dann, wenn wir uns gelöst haben von den unteren Stufen, werden wir immer heiliger, immer heller, immer näher zum Kern. Enthüllen sich uns Geheimnisse. So, wer alles das weiß, hat alle Macht, mein Leben. Aber die kann man natürlich auch missbrauchen. Und die frühen Schwarzmagier, die haben sich eigentlich nur mit den unteren Ebenen befasst, haben gesehen, oh, wenn ich da gewisse Dinge mache, Opfer gebe und so weiter, dann habe ich Schauungen. Die haben Schauungen gehabt. Die konnten Dämonen herbeizaubern. Das können die in Haiti heute noch. Ich habe es selbst gesehen. Also, man geht hin, sagen wir, 30 Leute lassen sich zur Ader, lassen ihr Blut zum Teil in einen großen Topf, dann werden magische Formen gesprochen und dann erscheint über diesem Blut eine astrale Struktur. Denn das Blut ist ja der Träger des Astralkörpers, meine Lieben. Ja? Und darum ist natürlich eine Reinigung zum Beispiel, wenn man fastet, führt zunächst zu Kopfschmerzen und so weiter, zu einer Vergiftung. Aber wenn man durchhält und weiter Wasser trinkt, dann wird das Blut gereinigt. Ja? So, das muss man mal sagen. Die schwarze Magie ist natürlich was ganz Schlimmes und die führt zur Zerstörung, zum Monadenriss, früher oder später. Ja? Das Buch des Lichts gibt uns die Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Es sagt, du bist Gott. Du bist Gott. Und wohin wir sehen, sehen wir das Resultat, auch wenn wir uns jetzt selbst ansehen, als Körper unserer Entscheidungen. Ja? Wir sind darum, sage ich, sagt das Buch des Lichts, das letzte Glied in der Kette ist der Mensch. Warum ist das so günstig? Ich sag's euch. Weil wir sind genau in der Mitte dieser Manifestation. Den Engeln geht's zu gut, den Teufeln geht's zu schlecht, sozusagen. Ja? Uns geht's nicht zu gut und nicht zu schlecht. Wir sind die Waage, wir sind in der Mitte. Wir können uns entscheiden, für oben oder unten. Ja? Ich sage euch was. Die gesamte Schöpfung ist per se
Müll. Sich verändernder Müll. So ist das. Darum vergeht's auch immer wieder. Dust in the Wind gibt's einen schönen Hit. Wir sind nichts anderes, wenn wir die Höhlen sehen, als Staub im Wind. Es gibt auch astralen Staub, könnt ihr mir glauben. Es gibt geistigen Staub, das könnt ihr mir glauben. Vom höchsten Standpunkt aus gesehen sind wir beschmutzt. So ist es nun mal. So, nun braucht man aber nicht ins andere Extrem zu gehen und sagen, oh, ich bin beschmutzt, ich bringe mich um. Sondern man sieht das stufenweise. Und natürlich ist, lehrt das Buch des Lichts der heutigen Menschheit, viele Formen vorausgegangen sind. Ja, das sind nicht unbedingt tierische Formen, das sind vormenschliche Formen, zum Teil unter, also übermenschliche, untermenschliche, aber es war der Mensch, von dem, oder ist der Mensch, von dem die Säugetiere damals abstammten, heute nicht mehr, gut. Das Buch des Lichts erklärt uns deshalb und lehrt uns von Kulturen, hohe, niedrige, Kontinente, Rassen und so weiter, Katastrophen, ja. Das tut es aber, damit es uns den Weg auch weist und sagt, seht mal, das sind alles nur vergängliche Dinge. Konzentriert euch doch mal auf das, was nicht vergeht, auf das, was ihr wirklich seid, meine Lieben. Ja? Und das geschieht durch die Lehre und durch Loslösung. Religionen waren und sind wichtig. Ja, immer noch. Denn es ist ja eine, kann man sagen, ein Übergang zwischen Glauben und Wissen, wir sind ja immer noch ein bisschen drin im Fischezeitalter, die überlappen sich ja. Es ist ja nicht so, dass eins aufhört, das andere anfängt, das wisst ihr bereits. So wie Globen und Ketten und Kalpas und Yugas sich überlappen, überlappen sich im Augenblick Fischezeitalter und Wassermann. So kann man das sehen. Und deshalb ist noch der Einfluss der Religion immer noch da. Ja? Früher, die Christen, die hatten geheime Gottesdienste. Da haben sie sogar schon entsprechend der Buch des Lichtslehre zum Teil sich informiert und haben gesagt, wir können Gott sehen, ja, Theophanie, Theopneumie und so weiter, ja, ist das. Also der Mensch wird Gott. Genauer gesagt, der Mensch ist bereits Gott. Er weiß es nur nicht und durch das Wissen wird er immer mehr und mehr das, was er ist. So. Und dieser Gott, sagen wir mal, wird natürlich bei den Griechen der Logos genannt und so weiter und so weiter. Naja, also Buch des Lichts geht da viel höher. Das ist schon etwas in Manifestation. Ja? Der wahre Gott ist die losgelöste Monade. Die losgelöste Monade. Wer es zu fassen vermag, meine Lieben. Und Jesus hat genau das gelehrt. Ja? Genau das gelehrt. Und woher wissen wir das? Ja, der Meister Johann hat es mir weitergegeben, diktiert. Und ich gebe es euch weiter. Ja. Ich habe es von einem Eingeweihten erhalten. Wo kann man das verstehen? Und woher weiß es der Meister? Wer weiß es von euch? Aus der Akasha-Chronik. Da kann ich nicht direkt rein. Das schaffe ich nicht. Das schafft ein Meister. Der geht rein, mental, und gibt weiter an mich. Ja? Und so kann man hoffen, dass auch die Wissenschaft, irgendwann einmal die Universitäten, die Pädagogik, die Religion, die Künste und so weiter, sich dahin angleichen an diese Lehre des Buchs des Lichts. Wenn wir zum Beispiel unsere Einstellung zur Religion, kann man gar nicht oft genug sagen, dass wir die Religion akzeptieren als eine Weltanschauung, Weltauffassung. Wir wollen die Religion nicht ersetzen, meine Lieben. Wir wollen sie vereinen. Das ist ein großer Unterschied. Und immer wieder muss man sagen, wenn wir uns sogar mit den höchsten Himmeln identifizieren, ist das eben eine Täuschung. Das sind wir auch nicht. Und deshalb ist das Buch des Lichts Sophia, eine Geheimlehre, ja, Weisheit. Und die präsentieren wir.